Dass die Spielfiguren hier so über den Boden gleiten, kann eigentlich nur eines bedeuten. Killing Floor hat irgendwas mit UT zu tun. Und richtig, 2005 erschien Killing Floor erstmalig als Koop-Mod zu Unreal Tournament 2004. Im Kern handelt es sich bei dem Spiel um eine kleinere und längst nicht so hübsche und in den Spielmechanismen leicht andere Variante von dem, was sie in Left 4 Dead auch machen müssen, nämlich Zombie-Horden umpusten. Dabei gibt es wie in Left 4 Dead auch die größeren und gefährlicheren Varianten, wie etwa der Kettensägentyp. Und die beiden Gestalten dort hinten an der Tür. Erinnert der Dicke nicht verblüffend an den Boomer? Und tatsächlich spuckt das Ekel auch giftigen Schleim, der allerdings keine normalen Zombies anzieht. Die kommen nämlich von ganz allein. Und abhängig von den Spieleinstellungen meist in der Überzahl. Killing Floor gibt oben in der rechten Ecke an, wie viele Wellen sie bekämpfen müssen und wie viele Zombies pro Welle noch verbleiben. Haben sie alle Gegner einer Welle umgepustet, öffnet sich für sie ein Shop, wo sie neue Waffen, Munition und Rüstung mit durch Abschüsse verdientem Geld erstehen können. Am jeweiligen Ende der bisher 5 Kapitel warten sie nicht wie in Left 4 Dead auf Rettung, sondern müssen einen besonderen Gegner erledigen, den sogenannten Patriarchen. Der kann sich nicht nur unsichtbar machen, der ballert auch mit MG-Kanonen und Raketen auf sie. Wenn der Patriarch tot am Boden liegt, ist eine Partie erfolgreich gemeistert. Idealerweise so, dass das ganze Team überlebt hat. Ob ihnen das gelingt, hängt sehr von Teamwork und vom vorher eingestellten Schwierigkeitsgrad ab. Wir haben es schon erlebt, dass sich am Ende nur noch ein Spieler dem Bossgegner stellen konnte und keine Chance hatte. Stichwort Teamwork und Überlebenschance. Killing Floor bietet 6 sogenannte Perks an, also quasi Spezialisierung auf etwa Heilung oder Scharfschießerei. Wenn Sie die an die Perks gebundenen Fähigkeiten häufig nutzen, steigen die im Level und helfen Ihnen so, besser gegen die Gegner bestehen zu können. Übrigens tun die Perks das auch, wenn Sie ganz ohne Begleiter im Solo-Modus unterwegs sind. Hier ballern wir uns gerade alleine durch ein paar leergefegte Straßen von London. Und hier stellen wir uns den Angreifern im Herrenhaus-Level, das grafisch ähnlich und spektakulär ist wie die anderen Abschnitte, aber eine hübsche Abwechslung aus Innen- und Außenarealen bietet. Und zu guter Letzt zeigen wir Ihnen noch das Farm-Level, das in der Tat stellenweise an Blood Harvest aus Left 4 Dead erinnert. Aber was für die eine Zombie-Schießerei gut ist, kann für die andere ja nicht schlecht sein. Killing Floor kommt in Sachen Inszenierung ganz sicher nicht an Left 4 Dead ran. Es kommt auch in Sachen Vielfalt nicht an Left 4 Dead ran. Wer allerdings nicht genug von Zombies kriegen kann, der kann bedenkenlos zugreifen.